Ein ganz herzliches Willkommen hier zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch wirklich eine Möglichkeit, mit der ihr extrem viel Geld verdienen könnt. Deswegen bitte passt da mal auf. Ganz wichtig für diese Möglichkeit, solltet ihr ein Gewerbe haben, wenn ihr das Ganze wirklich öfters macht. Dann habt ihr habt nämlich ganz keine Absicht, hiermit Geld zu verdienen. Hiermit könnt ihr super viel Geld verdienen grundsätzlich. Letztendlich kommt es auf eure Arbeit an, wie viel Geld ihr oder wie viel Arbeit ihr da reinsteckt. Ihr braucht ungefähr so 140 Euro, um loszulegen. Und ja, was macht man bei dem Ganzen? Das werde ich euch genau jetzt zeigen. Und zwar geht ihr einmal auf eBay Kleinanzeigen. Wir wissen zurzeit, ist es eher weniger, aber gerade wegen der Situation, die wir zurzeit haben. Aber sonst gehen eigentlich Sneaker extrem krass ab. Ich glaube, das wissen wir alle langsam. Letztendlich, wenn man durch die Innenstädte geht, oder ich denke mal auch jeder kennt irgendwen, der gehypte Sneaker trägt oder sammelt oder alles Mögliche. Und das kann man sich so ein bisschen zunutze machen. Und vielleicht auch ein bisschen Preisarbitrage betreiben. Was ich damit meine, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar suchen wir uns jetzt hier einfach mal Schuhe raus. Beziehungsweise ihr gebt hier einfach mal Sneaker. Irgendwie, ich habe jetzt mal Dunk Low eingegeben. Dann seht ihr erstmal alle Schuhe in Deutschland, die verkauft werden. Und dann natürlich auch die Zeiten dazu. Und ihr seht natürlich auch einen Preis. So, wir haben jetzt hier, ich nehme jetzt mal nur als Beispiel. Ich weiß nicht genau, ob der jetzt uns das hier was bringen würde. Wir sehen hier einen original verpackten Dunk Low Panda. Black White heißen die. Wir nehmen uns jetzt hier einmal die Begriffsbezeichnung raus. Merken uns, die Größe ist US8. Gehen auf StockX. Das ist die nächste Webseite, die ich euch jetzt hier ein bisschen zeige. Und ihr könnt jetzt hier einmal drauf gehen, genau. Dann sehen wir den hier auch und ich weiß jetzt nicht, ob das hier gerade uns was bringt. Wir müssen mal gucken. Wir sehen hier in 8, würde uns das Ganze nichts bringen wahrscheinlich, 204 Euro. Okay, aber ihr habt jetzt schon mal das Prinzip gesehen. Wir sehen nämlich hier, wenn du auf den Verkaufsbutton drückst, dass du hier Gebote hinterlegt hast. Also Leute können auch Gebote abgeben, das heißt, so viel würde ich für den Schuh zahlen. Und diese Gebote sind aber mit der Kreditkarte verbunden. Das bedeutet, sobald du jetzt hier auf Verkaufen drücken würdest, sagen wir, du hast den Schuh für 120 bekommen und du würdest jetzt hier hingehen und du würdest jetzt auf Verkaufen drücken, würdest du 151 Euro ausgezahlt bekommen. Du bekommst dann von StockX ein Label zugesendet, da klebst du das dann einfach aufs Paket drauf und das Ganze wird dann ja zu StockX gesendet. Du musst nichts mehr machen und du kriegst dann deine 151 Euro drauf oder überwiesen. Sobald das Ganze natürlich geprüft ist. Es ist natürlich jetzt gerade ein blödes Beispiel gewesen, dass wir jetzt gerade natürlich Minus gemacht hätten. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute, die wissen, wie viel die Sneaker wert sind. Gerade die Leute, die diese Sneaker bekommen, wissen das meistens. Dennoch gibt es oft gute Angebote, weil man natürlich hier bei den Angeboten auch immer so ein bisschen gucken muss. Die sind natürlich nicht tagesaktuell. Klar, wir gucken jetzt hier gerade bei den Top- oder bei den neuesten Angeboten, die hier gerade reinkommen. Aber wenn wir jetzt hier mal wirklich auf ältere Angebote gehen, zum Beispiel hier sind schon 170 reingestellt heute oder heute Abend. Hier wären wir dann schon fast in einem Bereich, wo wir Gewinn machen würden. Ihr müsst euch das Ganze hier wirklich mal durchgucken. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Ihr müsst auch natürlich so ein bisschen ja Wissen aufbauen in dem Bereich. Und dann müsst ihr irgendwann nicht mehr auf StockX gucken oder so, wie viel würde ich jetzt für den Schuh bekommen, sondern ihr habt das dann im Kopf. Zum Beispiel, ja, der Panda, der bringt halt in 44 wahrscheinlich nicht so viel wie 230 Euro, beziehungsweise er bringt auf StockX 230 Euro, allerdings müssen wir immer die Gebühren abziehen. Wir können es uns trotzdem einmal ganz kurz angucken. In Größe 44, das ist umgerechnet, können wir uns auch direkt mal angucken hier, US10. Ich denke mal, man würde hier genau, dann würde hier keinen Gewinn machen, genau. Dennoch, noch eine Sache, wenn ihr so einen Schuh gekauft habt und ihr müsst natürlich, bevor ihr den wieder verkauft, müsst der Schuh ankommen, beziehungsweise ihr müsst ihn abgeholt haben, weil ihr innerhalb von 1 bis 2 Tagen bei StockX verkaufen müsst oder beziehungsweise das zusenden müsst, wenn ihr verkauft habt. Wenn der in der Zeit letztendlich gefallen ist vom Preis oder sowas, dann kann ich noch die Plattform Restocks empfehlen. Hier sind die Preise generell um die ja, knapp 20 bis 30 Euro pro Schuh, jetzt mal um den Dreh gerechnet, teurer. Und du hast aber 3% weniger Gebühren, was sich bei Schuhen gerade im höherpreisigen Bereich relativ stark bemerkbar macht.
Das bedeutet, wenn ihr einen Schuh wirklich schnell wegbekommen wollt, dann stellt ihn auf beiden Webseiten rein, beziehungsweise sucht euch hier halt ein Angebot raus. Ihr könnt hier dann auch ein Angebot setzen. Dann probiert ihr, dass ihr immer das günstigste Angebot seid und vielleicht kauft ihr auch wer direkt den Schuh über das günstigste Angebot. Dann habt ihr natürlich vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr Gewinn gemacht. Hier zum Beispiel der Schuh, den weiß ich, der ist sehr gehypt. Das ist ein Schuh, der ist letztes Jahr rausgekommen. Das ist mit Ben & Jerry's eine Zusammenarbeit gewesen. Es könnte sogar sein, dass der zum Beispiel mehr wert ist. Wir müssen mal nachgucken. Klar, man müsste jetzt hierfür auch 1200 Euro haben, das ist ganz klar. Haben wir jetzt natürlich in dem Fall nicht. Wir hatten sogar US 10 hier, ne? Nee, 10,5. Ich denke mal, man würde hier etwas Minus machen. Genau, man würde Minus machen auf jeden Fall. Dennoch, ja, ihr müsst euch erstens hier mit den Preisen auskennen. Zweitens, ihr werdet auf Stock, ihr werdet hier bei eBay Kleinanzeigen, das sage ich euch, Sachen finden. Ihr findet sie nicht sofort. Guckt euch ja vielleicht mal an, was noch so andere Sachen auf StockX verkauft werden. Und noch eine ganz wichtige Sache, guckt, dass die Schuhe hier wirklich neu und original verpackt sind. Denn ihr werdet die nicht bei StockX losbekommen, wenn die nicht original verpackt sind. Und auch wenn die noch, also wenn die ungetragen sind, bekommt ihr sie weg. Wenn die schon benutzt sind, bekommt ihr die nur noch bei Restocks weg und nicht mehr bei StockX. Ich weiß, für manche würde es jetzt wieder so anhören, ja, du hast jetzt hier irgendwie Clickbait gemacht, was weiß ich, weil ich irgendwie in Titel irgendwas geschrieben habe von wegen, dass hier, dass wir 10 verzehnfachen könnte oder was weiß ich oder verdoppeln könnt innerhalb von einem Tag. Ich sag euch, das geht, wenn ihr dran bleibt und nicht sofort nach dem ersten Angebot, was nicht ist, wieder aufhört. Wir können uns das letzte jetzt hier noch zusammen angucken und dann übergebe ich an euch, beziehungsweise dann macht ihr das einfach mal nach. Wenn ihr das eine Stunde macht, ihr werdet zu 100% was finden, was günstiger bei eBay drin ist als bei StockX. Da kann ich euch eigentlich ein Wort drauf geben. EU34, das weiß ich jetzt leider nicht, was das ist. Dennoch könnten wir hier sogar schon einen haben, der Gewinn machen würde. Ich greife jetzt mal hier ins Leere, beziehungsweise könntest du hier die Gebote anzeigen lassen für alle Schuhe. Hier sehen wir dann direkt, würden wir hier Gewinn machen? Nein, würden wir nicht. Okay, schade. Dennoch, Leute, wirklich, guckt da mal genau durch. StockX ist eine super Plattform. Sie nimmt zwar super viele Gebühren und diese Gebühren müsst ihr echt mit einberechnen, sonst verkalkuliert ihr euch da komplett. Ihr müsst dafür keinen Versand einrechnen, ganz klare Sache. Dennoch sind die Gebühren schon sehr, sehr stark und da muss man mit rechnen. Trotzdem ist StockX eine super krasse Plattform, wirklich. Gerade wenn ihr noch so bei anderen Sachen drin seid, super krass. Einfach aus dem Grund, da ihr hier bei diesen Verkaufssachen, wenn ihr wirklich was findet, was wo der Verkaufspreis höher liegt als der Ankaufspreis von euch und ihr trotzdem Gebühren noch Gewinn macht, ihr habt so, wenn ihr den Schuh abholen könnt irgendwo, habt ihr kein Risiko. Ihr könnt den Schuh, wenn ihr wisst, ich bekomme den Schuh jetzt gleich, könnt ihr den Schuh, bevor ihr den kauft, könnt ihr den schon verkaufen. Das bedeutet, ihr habt 000 Risiko, was ihr wirklich mal bedenken müsst. Natürlich die Gebühren sind krass. Trotzdem, ihr findet gute Angebote, das kann ich euch sagen. Ich werde vielleicht mal so ein paar Sachen leaken, wenn das geklappt hat. Ich bin aber noch sowas am Testen, wie gesagt. Ihr seht schon, hier sind auch zum Beispiel so Flips. Also es sind hier so Quick-Flips. Der Schuh ist zum Beispiel, ich glaube, gestern oder heute erst gedroppt. Die wollen ihn aber sofort für einen Zehner mehr losbekommen, weil die halt sofort wieder Geld wollen. Zum Beispiel der hier würde sogar vielleicht was bringen. Und wenn ihr wirklich, also da jetzt wichtig, ich würde ein Gewerbe dafür haben. Trotzdem, ne? Aber ihr seht ja, die Leute, die scheinen da wirklich das öfter zu machen, denke ich jetzt mal. Dann schreibt die Leute doch mal an und vielleicht könnt ihr mit denen aushandeln, dass ihr vielleicht immer für einen Zehner mehr direkt die Schuhe bekommt. Ist natürlich eine Idee, ob die darauf eingehen, ist natürlich deren Sache. Aber habe ich mir jetzt einfach mal so überlegt. Wir sehen hier schon, was war's, Schuhgröße 38, das muss hier unten irgendwo sein. Ich tippe jetzt mal hier so auf 7,5. Okay, ihr würdet natürlich Minus machen. Das ist ein super Beispiel immer. Aber Leute, guckt es euch bitte mal durch. Ihr werdet was finden. Ich kann es euch versprechen. Ich habe schon was gefunden. Das heißt, ich habe damit schon Geld verdient. Beziehungsweise, ganz wichtig, muss ich euch ehrlich sagen, ich habe noch kein Geld verdient.
Ich bin da gerade mit dem Verkäufer im Gespräch. Ich werde mir das Ganze zukommen lassen in den nächsten Tagen. Und dann, ja, werde ich da vielleicht auch mal drüber berichten, wenn das Ganze angekommen ist. Und ja, das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.